Ja. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1503. Im Hintergrund ist mein Kumpel, der guckt mich gerade völlig bescheuert an, was ich hier tue. Und feiert sich einen ab. So, ich muss kurz den Timer einstellen. Sekunde. So, jetzt timet auch der Timer. Ja. Ich spacke, hab natürlich mal wieder, oder mal wieder vor allem, ich habe mir gerade nicht notiert, welche Kommentare gegeben wurden. Aber ich werde jetzt mal ein bisschen frei aus dem Kopf arbeiten. Da wird ja nicht viel am Ende wieder bei rauskommen, kennen wir ja schon. Und zwar gucke ich gerade mal, ob ich irgendwo noch das Amtsgericht habe, was ich gebaut hatte, weil die Dinger ja wohl nutzlos sein sollen. Nö. Nix. Aber dafür ruckelt's. Ist ja auch was. Moment. So. Okay, wir waren stehen geblieben, hier oben in der Ecke. Und haben schon mal angefangen, hier so ein bisschen Aristokratie reinzubringen. Dann wurde noch gesagt, ich soll... Das für ein Hans. Wieso laufen die denn alle lila da rum? Ich meine, sieht ja nicht schlecht aus, aber irgendwie ist es doch ein bisschen sehr viel lila. Naja. Dann wurde noch gesagt, ich kann wohl den Marktplatz hier abreißen, der da rumsteht. Probieren wir das mal. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja. Ja, ja. Das können wir so lassen. Das können wir so lassen. Wir wollen nämlich da auch noch schöne Häuschen. Ja, wo steht der Tote rum? Was? Und holt das Maul auf den Pfeil. Schlechter Gesindel. Und holt das Maul auf den Pfeil. Schlecht euch, Gesindel. Ich finde den Spruch so immer so hammergeil, ey. Schlecht euch, Gesindel. Okay, gut, hätten wir das auch geklärt. Ich sehe hier gerade noch was. Und zwar, nein, nicht das, das. Und zwar haben wir hier noch keine Brunnen. Die werde ich hier mal eben nachrüsten. So. Damit im Falle eines Falles auch dieser Fall gelöst ist. Oh, der Händler. Hm, frische Dublonen. Checken wir nochmal ganz kurz die die finanzielle Lage sieht gut aus. Also wesentlich besser. Checken wir mal hier oben eben ab. Okay, da war doch was mit dem Tabak gewesen, genau. Da hatten wir doch irgendwie nachgelegt gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Aber es scheint noch nicht zu reichen. Gut, dann würde ich sagen... Achso, mein Kollege schlürft gerade Cola. Ich habe mich gerade über das Geräusch gewundert, was da im Hintergrund ist. Moment, wir brauchen ein freies Schiff. Alter Schwede, wie viel Gewürze hat denn der? Achso, der... Hä? Nee, der kommt doch von hier unten. Ui, wir haben mehr als genügend Gewürze, würde ich mal so sagen. Wirk. Okay, wir haben auch gut vorgesorgt hier. Ich würde mal sagen, wir schmeißen... Schmuck lassen wir lieber drin, das scheint gefragt zu sein. Wir schmeißen mal... Ja, Tabak haben wir nicht ganz so viel. Schmeißen wir mal raus und hauen stattdessen Gewürze rein. Davon haben wir ja mehr als genügend. Sagen wir vielleicht... Ja gut, 100 Tonnen sollten wir schon noch behalten. Also vielleicht zu 47 Goldmünzen. Meine Katze ist mir schon wieder zwischen den Beinen jetzt. So. Fusselt mir irgendwie zwischen den Beinen hier durch. Ui, da kommt der Konkurrent und kauft auch noch ein bisschen was ein. Dann wollen wir mal hier ein bisschen die Tabakinsel ausbauen. Sobald ich ein freies Schiff gefunden habe. Dieses hier zum Beispiel. Neue Befehle für die Flotte, Kommandant. Na, auf jeden Fall. Und dann müssen wir auch gleich mal nochmal eine Dürre abwarten, damit wir hier auch ein bisschen mit Brunnen aufrüsten können. Beziehungsweise hier könnten wir es... Okay, zu wenig Werkzeug, hat sich erledigt. Dann hier eben. Hier haben wir schon zwei, glaube ich, mal Testhalber gebaut. Genau, hier und hier. Die nicht anklicken, doch, aber... Das ist so... Ja, die kann man zwar anklicken, aber man kann die nicht anklicken. Also irgendwas dazwischen halt, ne? Hier könnten wir zum Beispiel gleich nochmal einen Brunnen hinpacken. Ja, genau, damit haben wir nämlich gleich noch ein neues Feld wachsen lassen. Und wo bleibt eigentlich der... Boah, Alter, wie viel Alk hat denn der? Aber der bringt das ja, glaube ich, auch hier hinten noch hin, ne? Ja, der bringt es ja auch noch auf unsere zweite Insel. So, hier ist... Komm, ich benenne ihn jetzt mal um. Das ist jetzt unser Bauhans. So, dann weiß ich immer gleich, wer das ist. Dann werden wir den nur dafür einsetzen, ständig irgendwie... Oh je. Oh je, mein Telefon klingelt. Okay, da gehe ich jetzt mal nicht dran. Das können wir später machen. Da rufe ich dann zurück. Wir brauchen Werkzeug, wir brauchen Holz und wir brauchen Ziegel. Nicht Stein, Ziegel.
Und dann wollten wir, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wir wollten nachher genau. Flotte ist auf Zielkurs. Genau, gleich gegenüber hier ein bisschen ausbauen. Ja. Schlägt euch, Gesinde. So, frischer Stoff hier. Mal ein bisschen Platz für den Kollegen da. Kommandant. Und dann schauen wir mal, hier könnten wir was hinbauen. Machen wir das einfach mal. Könnte besser sein, aber na gut. Geht eigentlich, also geht's? Boah, hier ist eigentlich nur Wüste, aber, hä? Ich blick da nicht durch. Ein bisschen die Einheit zu wahren, bauen wir jetzt mal hier einen hin. So. Dann bauen wir noch hier einen hin. Ein bisschen, ja okay, da fängt schon an, dann müssen wir ein bisschen... Lass mal direkt gucken hier, warte mal. So, ne? Ja, so war richtig. Jetzt habe ich nicht so auf die Fruchtbarkeit geachtet, aber egal. Wenn wir spielen, ist Fruchtbarkeit immer on top. So. Okay. Wir könnten natürlich hier auch gleich noch Brunnen nachrüsten. Machen wir am besten auch, für den Fall der Fälle. Da wächst sogar noch was. Flupp. So, haben wir hier auch gleich noch. Zack. Hier auch, zack. Ha, da ist gleich ein Baum gewachsen, wenn ich das richtig gesehen habe. Scheint also auch bei Bäumchen zu wirken. So, hier auch gleich noch irgendwie einen hin. Zack, okay, das ist nicht gerade nichts bewirkt, aber egal, scheiß drauf. Hier, glaube ich, können wir auch noch... Flupp. So. Na, mal gucken. Hier ist zwar nur Wüste, aber hier wächst es anscheinend top. Huch. Da musste ich gleich mal ein bisschen Schluck auf rauslassen, auch wenn man es nicht gehört hat. So. Auch hier bauen wir dann gleich einen Brunnen dran. So, jetzt sieht es knapp mit dem Ziegelzeugs aus. Das war mir schon fast klar. Aber wir brauchen ja nicht weit fahren. Und dann würde ich sagen, dann reicht das auch erstmal. Wir haben ja gut ein paar neue Büschel hier hingesetzt. Und dann müssen wir erstmal gucken, dass wir das alles verarbeitet kriegen. Und dann schicken wir auch nochmal eine gute Runde hoch in die... Okay. Ich habe was verpasst. Wieso hat denn auf einmal so viel dabei gehabt? Doch Kriecher. Welcher wahnsinnig. Setzt die Vorsegel. Machen wir. So, der hat ja mal mehr hier dabei. Alter Schwede. Ich würde sagen, wir nehmen Alkohol hier raus. Und packen Tabakwaren rein. Auch wieder maximal 100 Tonnen. Und ja, so, also 58, nochmal 59, nochmal 60. 60. Wir können ja mal ein bisschen teurer werden. Wir müssen es ja nicht unter unserem Wert verkaufen hier. Das geht ja nicht. Ja. Füllen wir hier die Lager nochmal kräftig auf. So sieht's aus. Hier hatten wir... Okay, der Brunnen... Ja, soviel zu dem Thema. Ich würde sagen, wir bauen vielleicht noch... Ja, egal. Lassen wir es sein. Hier ist mal einen kleinen Wegschniepel hoch. Tabakwaren, Verarbeitung. Packen wir hier einen neuen hin. Dann würde ich sagen, packen wir hier so in die Ecke ein. Die haben einen ganz guten Einzugsbereich. Und dann weiß ich nicht, ob das schon reicht. Das sind die wahrscheinlich die Ausgaben erstmal richtig schön. Ja, die sind jetzt richtig schön hochgeschnellt. Aber das werden wir gleich ausgleichen. Mal, das reicht jetzt erstmal so. Mal gucken. So, der lädt jetzt gut ein, der Kollege. Gut, dann pass mal auf. Dann werden wir den Kollegen jetzt nochmal noch einen neuen Job geben. Danach kannst du nochmal in die Schlossstadt reisen und dort auch nochmal kräftig Tabakwaren ausladen. Damit es sich auch lohnt. Sehr schön. Dann leg mal los. Er hat gut was auf La... Wieso sind denn hier die Häuser weg? Hm? Hat es zwischenzeitlich mal an irgendwas gemangelt oder sowas? Habe ich was nicht mitbekommen? Wäre das Übliche. Ich baue die erstmal neu hin. Keine Ahnung. Irgendwie seltsam.
Und warum war da oben gleich noch aus? So, unser anderer Kollege hier. Nee, das ist der andere Kollege. Wo ist der andere Kollege? Der Tabakkollege. Nein. War der schon da? Nee, hier ist er. So, dann kann er nämlich erstmal kräftig da oben ein bisschen was zu rauchen abliefern. Ich glaube, da wird auch alles verschwinden, was er so bei hat. Aber dann wird auch gleich erstmal wieder ordentlich Kohle ins Lager fließen. Und über unserem Dorf wird sich dann wahrscheinlich eine gewaltige Wolke erstmal auftun. Ich sehe gerade, dass unsere Mine ja hier angehalten ist. Kein Wunder, dass kein Werkzeug mehr da ist. Boah, Fatz. Dann gucken wir aufs Geld. 117.000 Goldmünzen. 118.000. 119.000. 120.000. 121.000. Jo, das sieht gut aus. Gut, die Schwertschmiede ist offline. Das lassen wir auch so. Der hier hat nichts, weil, ja, er nichts machen kann, weil kein Erz da war. Ich Dödel hab das halt vergessen. So, jetzt haben wir genügend Tabak auch erstmal da. Mal schauen. Der fährt jetzt wieder zurück. Mal ein bisschen verfolgen hier. Wie viel haben wir im Lager? 78 Tonnen. Okay, das läuft eigentlich ganz gut. Mal schauen. Da kommt auch gleich der Händler. Da kommen die so ungefähr zeitgleich an. Ja, ein bisschen hier verfolgen, mal gucken. 197 Tonnen. Ja, er lädt erstmal ein. Der Händler hat auch ein bisschen was mitgenommen, glaube ich. Läuft sehr geil. Ich glaube, das lassen wir so. So, die Einnahmen sind natürlich auch gleich ein bisschen gestiegen. Ich hoffe mal, dass sich die Einnahmen jetzt auch halbwegs mit den Ausgaben decken. Draußen fahren wir wieder die Bullen rum. Wie üblich. In meiner tödlichen Wohngegend. Ich überlege gerade, ob wir hier die Lager noch ein bisschen erweitern, aber ich glaube, so viel Stoff wird jetzt hier auch nicht produziert. Okay, geht relativ rasant hoch. Das ist schon die Hälfte des Halt. Moment. Achso, das Volk fühlt sich wohl. Ich achte ja mal ein bisschen drauf, ob jetzt eine Dürre kommt oder nicht. 100 Tonnen können wir hier offensichtlich maximal einlagern. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt dazu kommen, diese 100 Tonnen irgendwie einzulagern. Ich glaube nicht, er ist ja schon wieder auf dem Rückweg. Schauen, 67, 68, 72. Der Kollege ist gleich schon da, da kommt er. Na, mein Kätzchen hier. So, jetzt haben wir hier am Start 83 Tonnen. Sollte eigentlich gut ausreichen. Zack, jetzt lädt er da aus. Jetzt haben wir noch knapp 33 und 29, ja irgendwann mit 50 Tonnen, glaube ich zumindest. Gerade keinen Bock zu rechnen. Wie immer, fast immer. Hier läuft ja soweit eigentlich auch alles ganz gut. Hier könnten wir allerdings ein paar Brunnen mal bauen. Zack. Machen wir hier noch einen hin und vielleicht... Oh, da war das Baumaterial. Da ist eine Dürre. Achso, hier. Aber jetzt bringen die Brunnen irgendwie auch gerade nichts, oder? Oder haben wir zu wenig Brunnen? Hängt es vielleicht damit zusammen? Wuscht. Ich glaube ja. Kann man nicht vorstellen, dass man jetzt mal einen neuen Brunnen bauen muss, damit hier die Felder wieder hochbüscheln. Bei dem lasse ich's mal. Ui. Okay. So. Okay, jetzt haben wir aber genügend Brunnen, würde ich sagen. Die kosten ja zum Glück keine Betriebskosten, aber die kosten halt ein bisschen was in der Anschaffung. So, jetzt kann uns die Dürre mal genüsslich am A lecken. Ich glaube, hier brauchen wir, okay, brauchen wir auch nochmal ein paar Brunnen. Flupp. Dann machen wir hier nochmal irgendwie einen hin. Zack. Und hier auch noch einen hin. Macht sich nur wo. Hier so. Zack. Und dann sollte die Sache erledigt sein. Wie gesagt, für den hier, scheiß auf den. Hier wäre es eigentlich noch sinnig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl... Oh. Dass das Werkzeug alle ist. So ein Scheiß. Hä?
Schon wieder ein Haus eingegangen. Leute, warum? Brauchen wir vielleicht doch ein Amtsgericht? Hat das was damit zu tun? Ich weiß es nicht. Wieso gehen hier die Häuser kaputt? Vor allem, wenn die Leute eigentlich gar nichts zu meckern haben. Und da brennt es, also bei hier. So haben wir eigentlich genügend Alk im Lager hier. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus alles. Stoffe sind... Ah, Stoffe, scheiße. Stoff. Ja, ohne Stoffe ist ein bisschen scheiße, weil die Stoffe brauchen. Wir sind zwar soweit zufrieden, aber es wäre schon nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen was nachlegen könnten. Seidenstoffe, wie sieht's denn jetzt eigentlich da aus? Nicht, dass wir jetzt da auf einmal zu wenig haben. Nö, das hält sich. Ja, das sieht noch ganz... Zack, da war wieder ein Haus weg. Hä? Hä? Die sind doch alle weitgehend zufrieden. Wo liegt denn das Problem bitte? Haben wir zu wenig Klamotten? Okay, das klärt einiges. Die werden aber ziemlich schnell unzufrieden, kann das sein? Boah, es schneit schon wieder draußen wie Sau. Bin schon so gefreut, dass der Schnee endlich weg war. Wieso kommen wir nicht voran hier? Wir brauchen mehr Wolle, aber dringend. Das war eine Scheiße. Wir müssen dann wieder unser Budget hier belasten. Okay, Ziegel haben wir noch ein bisschen... egal, wir fahren einfach mal runter mit neuem Zeug. Ahoi, ihr Landratten. So, Tabak sieht ganz gut aus, glaube ich. Na gut, könnte ein bisschen mehr sein. Na gut, der fährt ja auch nur alle Jubeljahre mal hin. Zack. Oh, da war schon der ganze Tabak weg. Der Händler ist auch noch da. Hat gut eingekauft offensichtlich. Okay, Tabak muss man, glaube ich, also auch noch ein bisschen scheiße. Wir haben kein Werkzeug mehr. Kriegen wir in das Werkzeug hier. Also hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir nur 8 Tonnen, das bringt uns nichts. 4 Tonnen bringt uns auch nichts. 11 Tonnen, dann warten wir erstmal, bis wir wieder ein bisschen Werkzeuge haben. Die sind ja eigentlich zwischendurch immer wieder so vergammelte Felder, ist die Dürre noch nicht zu Ende. Mein lieber Schwan. Sind das eigentlich ist das der Gewürzhans? Nee, ach, das ist der Schmuckhans, okay. Okay, wie sieht eigentlich mit Schmuck aus? Läuft ja ganz gut hier eigentlich. Pelztiere haben anscheinend immer noch zu viele. Na, das ist ja wohl lachhaft, die Menge an Stoffe hier, die paar Tonnen. Das ist ja eigentlich, kannst du ja vergessen. Okay, es ist noch überall ein bisschen Optimierungsbedarf, bis wir hier wirklich eine stabile Wirtschaft am Start haben. Das schneit ja immer mehr. Kann jemand mal bitte den Stehhahn abdrehen? Das geht gar nicht. So, das ist ja eigentlich ein Weg. Scheiß drauf. So, Dürre, hier ist uninteressant. Okay, da kommt wieder der Händler. Sonst nehmen wir einfach nochmal ein paar Sachen auf den Verkauf. Schon wie verkommen. Okay, Salz kann drin bleiben. Seile muss drin bleiben, definitiv. Schmuck lassen wir drin. Lampenöl kann drin bleiben. Nahrung lassen wir auch mal drin. Tabakwaren. Seidenstoffe nehmen wir lieber raus. Lampenöl. Hier brechen immer noch die Häuser ein. Meine Güte, ey. Scheibenkleister. 28 Tonnen Werkzeug. Na komm, nehmen wir erstmal das, was wir jetzt haben. Vielleicht kommt der andere Kollege gleich nochmal und bringt was rum. Kollege? Ach, der ist... Na gut, da kommt er angeflitzt. Brauchen die Gift zu viel? Na, die bieten Werkzeuge. Zum Preis von 41. Und bieten auch Gewürze. Vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen mit anderen, also so handeln, dass wir ihnen einfach mal was abkaufen. Weiß nicht, ob das so wirtschaftlich gut ist. So sieht's aus. Ich glaube, wir machen hier wirklich irgendwann noch einen Let's Wirtschaft raus oder sowas, ey. Man gammelt ja auch schon wieder Felder rum. Ich glaube, das ist einfach nur, weil... Genau. Genau deswegen.
Da ist schon wieder eine Dürre. Die hatten wir zwar eben gerade erst, aber egal. Mit den Dürren wird aber auch ziemlich ätzend langsam. Ist ja schon fast so wie mit den Vulkanausbrüchen bei 1602. Okay, das war der falsche. Wollte gerade sagen, wieso hatten wir nichts an Bord? Da kommt der Richtige. Wer bist du? Ach so, das ist der Stoffkollege. Der hat doch Stoff am Start. Kann es sein, dass... Warte mal, wo ist denn der andere, der hier Stoffe transportiert? Das war der, ne? Okay, pass auf. Wir gehen jetzt da mal ein bisschen anders vor. Der soll mal seine Route noch zu Ende fahren. Fahren wir erstmal bis da hoch. Bleib nicht stehen, fahr einfach weiter bis hier hoch. Und dann bauen wir an der Route nochmal ein bisschen rum. Optimieren sie. So. Aber ich würde sagen, das machen wir bei der nächsten Folge. Genauso wie das Ausbauen von den Wolldingsbums-Farm hier. Und ich guck mal... Bildschirm switchen, so. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge anno 1503 wieder. Ich hau erstmal rein an der Stelle. Und dann, ja, die andere Folge seht ihr ausnahmsweise mal direkt im Anschluss. Und dann bis gleich auf jeden Fall, ne? Tschüss!